Du kannst auch der Hand holen, dann gehen wir wegen jagen. Good job, guys. Yeah, GG, we lose. Hm? Was? Lieber raus. You stupid, they need to get 4 wins. GG. They need to get 4 wins. No, trust me. We lose, guys. You only play cash. Good job. Da muss man dann erst irgendwas zu knabbern holen, damit ihr ein wenig Energiebooster habt. Ne, will ich nicht. Wir haben Frosthammer-Dinge, Mute. Mute nehme ich wieder Castle. Castle, ja, nein. Mute. Dog, Rook. Not Kitchen. Jäger. Also, wir hatten Kitchen geworden und nicht Kitchen. Hm. Fuck mal, wen nehme ich ihn? Rook, John, Dame, Marie, das ist so nett, wie es gehen war. Everything else, dann Kitchen. Guck mal bei ihm. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Deploy sensor. Setting trauma pack here. This will not gonna end well. Op 4 drone located. Command report. Take the armor. Protect the biohazard container at all costs. Setting up. Surveying for hostiles. Laying out the welcome pack. Jetzt vom Beliebtheitsgrad im Moment kommt die gerade auf dem vorletzten Platz nach der Yacht, die Map. Ah, aber wir kennen die halt noch nicht, ne? Are they coming? Da hinten noch. Hey, was ist mit diesem Kondas? Das kann ja nicht wahr sein. Ist der immer richtig steht, dieser Ficker. One friendly operator remaining. Ach, GG. Window Blackbeard, God die, dude. We lose. Alter, ein echt. Mit der Waffe, das kommt so drauf, dass ich mit dem Leben nichts ziehen. Bitte nochmal mit Battlefield 4 spielen. Was? Bitte nochmal mit Battlefield 4 spielen. Battlefield 1. Fucking you all that. Was machst du mit deinem Geld? Du sollst nicht so viel saufen, dass du nur Spiele kaufen und dich arbeiten gehst. Was ist denn mit dir? Momentan bin ich halt wirklich das komplette Alkohol umsetzen, was ich. Very nice game. Oh, nee. Das war's für mich, wir haben erstmal für die nächsten 20 Minuten. You're not good either, man. Minimum. Man muss sich beschweren, dass man monatlich keine 4-5 Triple 80 leisten kann, dafür aber 6-7 Flaschen Whisky kaufen, wo eine 60 Euro kostet. Ja, ungefähr, das ist shit. So ziemlich der Plan, ja. Ja. Dann trust bleiben wir noch 10 Euro und ziehen vielleicht ein Toastbrot über. Ich verdiene ja nicht wie ein Hartz-IV-Empfänger, ich verdiene ja richtig. Ja eben, Alter, wo sind dann die Games? Echt? In Deutschland kann man Alter, richtig Geld verdienen? Die stehen alle bei mir im Wohnzimmer in meinen Regalbrettern. Ja, ja, und so wie sich's anhört, da schon dreimal drinnen. Apropos, ich könnte mir jetzt mal noch einen gönnen hier.
schönen Whisky. Da steht ja zum Glück von gestern Abend noch hier. Schau mal lieber, dass der Kiffs, das ist günstiger als dein Whisky. Ah, Whisky ist geil. Das Geile ist halt wirklich, wenn ich Whisky saufe, wäre ich mittlerweile nicht so schnell besoffen. Ich bin da so resistent geworden. Sauf ich auf Wodka oder was anderes, Alter, dann haut's mich halt ganz normal um. Ja, schön am Whisky ist halt auch, schau die Freundin mal wieder schön aus, ne? Die schaut auch so voll schön aus. Das Licht aus ist. Alter, sowas sagt man nicht. Doch, wenn sie dann anwesend ist, ja. Ich glaube, in der Wohnstube stehen bei mir gerade locker 600, 700 Euro an Whisky rum, wenn wahrscheinlich sogar mehr. Ah, merkst du. Mhm. Also auch Battlefield 1, Rainbow Six und Overwatch sein können, hast du recht. Bei mir sogar, hast du ja gerade mal 200 Euro ausgegeben, wenn du die jetzt alle kaufen würdest. Mhm. Ja, dann machen wir es oder was? Ja, ich bin jetzt erstmal 10, 15 Minuten kurz mal nicht da. Ja, wo gehst du denn hin? Geh dich einen Scheiß an. Ne, komm schon. Alter, das ist richtig gut, das reicht noch aus für eine Runde Hotz. Bis der an dem Tag, an dem Schaller eine Runde Hotz spielt, da friert die Hölle zu. Und dann fahren die Kaninchen Schlittschuh. Ja, man, das, eine Hölle. Du, Alter, wir hatten einfahren lassen, der Hütte. Hat wahrscheinlich die Gasflasche erwischt. Sieh, was siehst du mal, wie das gebaut ist, Alter, wie das rumflappert, der ja, Scheiß. Ja. Das ist halt auch der Nachteil. Nicht Gasflasche. Schnelle, Alter. Auch als wir jetzt in Irland fahren. Mal die kurz Häuser stehen halt auch mitten irgendwo in der Pampa, aber die haben halt dann halt überall so eine Gaspulle hinterm Haus stehen. Die ganze Bude am Versorgen ist mit Wärme. Aber wir hatten halt zum Beispiel auch, weil es halt kalt war, hatten wir die Heizung angemacht und dieser Auspuff, sag ich mal, von dem Gasofen, der war halt irgendwie 2 Meter neben dem Schlafzimmerfenster. Das heißt, die ganzen Abgase sind ins Schlafzimmer reingekommen. GG. Wer sich den Scheiß ausgedacht hat, der war auch nicht ganz glatt. Und so sogar bei dem Video. Wie ist das Haus zerreißt, dann haut es hinten noch so die Luftmatratze, das Bett oder irgendwas raus. Es fliegt so richtig davon, Alter, sieht so nice aus. Schön bei Nachbars, wisst ihr. Und der Nachbar dann so, oh, eine neue Matratze. Das war das andere. Weil jetzt brennt aber halt auch wie Zundern, ne? Yes, sure. Und dann heulen, wenn der Tornado drüber macht und nichts mehr steht. Ach, der Drink ja nicht, sure. Was hat er auch Skill? Welches? Das mit dem Dildo. So, ja. Ja, der ist immer zu nice. Ja, dann kriegt er zu Abend seine Mutter wieder oder mit dem ganzen Straßenmock dran. Oh, den mal eine smoken und dann ist der Jan bestimmt wieder da bei der. Ich stupse ihn an und dann mute ich mich. Raste da richtig aus.
Message received. Message received.